Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute stelle ich euch die 5 schlimmsten Gameboy-Spiele aus meiner Kindheit vor. Ja, ihr habt wahrscheinlich alle in eurer Kindheit diese Spiele gehabt, die ihr einfach nicht gemocht habt und wo ihr schon damals irgendwie gemerkt habt, okay, das Spiel ist wirklich mies. Und ich habe euch 5 davon jetzt mitgebracht. Natürlich gab es so ein paar mehr, aber das sind die Spiele, die mir so am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Was sind denn eure schlimmsten Kindheits-Gameboy-Spiele? Haut es mal in die Kommentare rein, würde mich freuen. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, dass manche Spiele doch nicht ganz so schlimm sind, wie ich das eigentlich im Kopf hatte. Durch meine Quetzig-Serie habe ich ja schon einiges an wirklich miesen Spielen gespielt. Aber genug der langen Vorrede, fangen wir an. Und zwar mit einem Spiel, was, glaube ich, manche sehr mögen. Ich aber gar nicht. Und zwar The Rescue of Princess Blobette, beziehungsweise der Vortitel ist ja noch David Cranes. Ich weiß noch, es war irgendwann Ostern. Ich habe dieses Spiel bekommen. Ich kannte das vorher gar nicht. Es sah aber sehr groß aus. Ne? Also David Crane, großer Name. Ich kannte den Namen damals nicht, aber wenn da ein Name davor steht, dann muss das ja wichtig sein. Und dieses Cover und ein Schloss und alles, was erwartet mich da? Und dann starte ich das Spiel und technisch ist das sehr zurückhaltend, nennen wir es mal so. Die Musik ist absolut mies und nervt schon nach 30 Sekunden. Und das Kerngameplay ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Und zwar habt ihr so einen kleinen Begleiter, den Blob. So. Und ihr habt verschiedene Rätsel zu lösen, wie zum Beispiel, da ist eine verschlossene Tür, wie kommt ihr da durch? Ihr habt allerdings so ein paar Süßigkeiten dabei mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und je nachdem, welche Geschmacksrichtung ihr dem Blob zu essen gibt, da verwandelt er sich. Also zum Beispiel, zack, hier, Schlüssel, Tür, kann ich aufschließen, kann ich weitergehen. So rätselt man sich das Ganze. Im Prinzip ist das alles ganz gut, die Steuerung ist allerdings sehr, sehr schwammig. Die Rätsel sind, naja, der ganze Aufbau ist seltsam. Das Problem ist, dieser Blob als Begleiter, der hat natürlich eine gewisse KI dahinter und folgt euch. Aber irgendwie bleibt das schon mal stecken und dann werft ihr auch die Süßigkeiten und dann fängt da die nicht richtig auf und alles. Also es ist alles irgendwie viel zu fummelig, als dass es Spaß machen könnte. Eigentlich echt schade, vertane Chance. Aber das Spiel hat mich wirklich, wirklich genervt. Also wirklich so die Freude. Cool, Ostergeschenk. Es gibt lange kein Gameboy-Spiel mehr als Geschenk, weil ich habe im November Geburtstag und das wäre dann die nächste Gelegenheit gewesen. Und dann bleibe ich damit irgendwie mies. Als nächstes ist ein Spiel, was viele von euch mögen, aber ich irgendwie damals gar keinen Zugang gefunden habe. Und zwar The Amazing Spider-Man Teil 1. Also die anderen Teile, die werden ja wirklich nach und nach ziemlich schlecht. Der erste Teil, so neutral betrachtet aus der heutigen Sicht, der geht eigentlich. Ich habe mir das Spiel damals von einem Kumpel geliehen, das weiß ich noch. Und ja, Spider-Man kann ich jetzt nicht so groß, aber natürlich weiß man als Kind irgendwie so, oh, Superheld und so, das klingt schon mal ganz cool. Und dann habe ich reingespielt und ich habe es immer mal wieder versucht und ich glaube, ich bin immer so im dritten Level gescheitert. Ne? Also das dritte Level, nachdem man bei diesem Hochhaus hochgeklettert ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein Plattformer. Und ihr spielt Spider-Man und müsst euch so aus der Seitenperspektive natürlich durch verschiedene Sachen durchkämpfen. Da ihr Spider-Man habt, habt ihr natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, euch zur Wehr zu setzen. Also natürlich Schlagen, Treten geht, klar, aber es ist natürlich nervig, weil die Reichweite etwas eingeschränkt ist. Aber ihr könnt auch noch Energie für eure Netzkanone einsammeln. Und damit könnt ihr dann halt schießen oder euch an der Decke langhangeln. Das Problem ist nur, dass das Steuerlayout an sich sehr fummelig ist. Und um diese Aktion, wie an der Decke sich entlang schlingeln oder jetzt gezielt schießen, das wirklich zuverlässig auszuführen, das ist leider viel zu fummelig. Und daher, das Spiel hätte wirklich richtig Potenzial gehabt, wenn die Steuerung etwas vereinfacht wäre oder ähnliches. Es ist einfach nur wirklich super nervig, finde ich. Also nee, also das geht wirklich besser. Schwierigkeitsgrad, okay, gut, ist relativ hoch, aber das war jetzt bei den Spielen damals schließlich normal.
Als nächstes habe ich euch ein Simpsons-Spiel mitgebracht, und zwar Escape from Camp Deadly. Neutral betrachtet ist es vielleicht nicht das aller schlechteste Simpsons-Spiel, aber auch das habe ich mir damals von einem Kumpel ausgeliehen, weil Simpsons, voll cool. Auch ähnlich wie Spider-Man, irgendwie Simpsons groß gesehen hatte ich da nicht. Ich hatte irgendwie zwei Hörspielkassetten, ja, es gab damals Hörspielkassetten von den Simpsons. Und ich fuhr natürlich auf alles ab, was irgendwie zeichentrickmäßig irgendwie am Start war. Und natürlich fand ich dann auch Simpsons cool. Und als mir ein Kumpel das mal zum Leihen angeboten hat, musste ich da natürlich zuschlagen. Es ist ein Plattformer, aber ganz ehrlich, es ist wirklich nicht mal ansatzweise gut. Also der Levelaufbau ist seltsam, es ist undurchsichtig. Also schon im ersten Level fängt das so an, dass man gar nicht weiß, dass man zum Beispiel diese Bäume hochklettern soll. Dann ist diese Standardwaffe, diese Spuckebällchen, erschreckend irgendwie wirkungslos. Und irgendwie, die Steuerung ist Mist. Also, und Der Sound nervt. Also wirklich, der Simpsons-Jingle wird immer mal wieder abgespielt. Ja klar, cool. Wurde auch ein paar Sprachsamples eingesetzt. Aber das macht einfach keinen Spaß. Und es liegt wirklich ein Fluch auf den Simpsons-Spielen, auf den Gameboy. Zwei gute gibt's, aber die haben mit der Kern-Simpsons-Familie nicht viel zu tun. Ah, schade. Hätte so gut sein können. Als nächstes habe ich euch Terminator 2 Judgment Day mitgebracht. Auch das habe ich mir damals von einem Kumpel ausgeliehen. Und auch damals ging es so rum, boah, Terminator 2, das ist voll der coole Film. Ich war natürlich klein, habe den noch nicht gesehen gehabt, aber die aufschweifenden Beschreibungen meines Bruders und seinen Freunden irgendwie gehört, wie brutal der Film ist. Und da wird das Auge rausgeholt und das war für mich im Kopf, boah. Und ein Kumpel hatte dann das Spiel und ich dachte mir, hey, cool, ne? Spiele, so ein bisschen ausleihen und sowas, kennt ihr wahrscheinlich selber, das war damals echt riesig angesagt. Und das ist ein Action-Plattformer, ihr spielt aus der Seitenperspektive eure Spielfigur und müsst auf alles schießen. Im Prinzip ist das eigentlich relativ solide umgesetzt worden. Ne? Also Steuerung ist jetzt nicht so super problematisch. Die Grafik, die geht eigentlich voll in Ordnung. Im späteren Spielverlauf gibt es dann auch noch verschiedene Ebenen, wo das etwas abgeändert wird. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ihr das Gehirn des Terminators neu programmieren müsst. Und das ist wie so ein Verbinde-Puzzle-Spiel umgesetzt worden. Oder die berühmte Szene, wo ihr dann auf dem Moped den Truck wegfährt und alles. Also da haben sie sich wirklich versucht, irgendwie da Variation reinzubringen. Deswegen neutral betrachtet, so ganz, ganz mies ist das gar nicht. Aber warum ist das auf dieser Liste? Das erste Level, das ist einfach nur frustrierend. Ihr lauft da rum und schießt da halt auf gegnerische Terminatoren. Ihr habt da irgendwelche Flugzeuge, die ihr abschießen könnt. Und dann denkt ihr, das Level ist zu Ende. Und dann steht ihr da vor irgendwie so einer Energiesperre. Wie komme ich da weiter? Als kleiner Stöpsel, der sich das ausgeliehen hat, keine Ahnung. Später kam dann raus, hat mir ein Kumpel dann erzählt, da gibt es ja diese Funktürme und da oben sind solche Sender drauf. Die müsst ihr abschießen. Okay, gut. Ich habe natürlich da schon mal vorher versucht, die irgendwie anzuschießen. A, brauchen die Dinger verdammt viele Schüsse, bis sie wirklich runterfallen. Und der Knackpunkt ist, ihr müsst die Dinger in einer bestimmten Reihenfolge abschießen, weil die sind ja manche etwas hoch, manche kleiner, also sind alle nicht gleich groß, sondern wenn man sie nebeneinander legen würde, dann würden die natürlich so absinken. Problem ist, sie sind natürlich durcheinander gewürfelt und ihr seht das ja nicht, weil der Gameboy-Bildschirm ist halt so klein und ihr habt da nicht irgendwie eine weite Ansicht. Und da erstmal drauf zu kommen, boah, hat mich das als Kind genervt, weil ich wollte das ja gar nicht wirklich irgendwie wahrhaben. Ich habe es immer und immer wieder versucht und immer wieder hängen geblieben. Wer denkt sich sowas aus? Warum? Und als letztes Spiel habe ich euch noch ein Simpsons-Spiel mitgebracht, und zwar Bart Simpsons vs. The Juggernauts. Das ist im Prinzip eine Minispielsammlung mit so kleinen Sportarten. Die Story ist irgendwie, dass Bart in so einer Art American Gladiator Fernsehshow irgendwie präsent ist und dann müsst ihr halt verschiedene Aufgaben lösen. Das Problem ist, Minispielsammlung an sich
ist ja schon so eine Sache, wo es meistens irgendwie nach hinten losgeht. Die Präsentationen drumherum, das geht alles in Ordnung. Da wird der Charme der Serie eigentlich ganz gut eingefangen und alles. Das ist kein Problem. Aber diese Minispiele, die sind einfach zu nervig und frustrierend, um das irgendwie herauszukriegen. Das Spiel habe ich mir auch von einem Kumpel zum Glück ausgeliehen, nicht irgendwie selber mir gewünscht. Da habe ich zum Glück einigermaßen irgendwie einen guten Geschmack gehabt. Und mir ist im Kopf wirklich so die ersten zwei Tage irgendwie hängen geblieben. Also es ist zum Beispiel als Minispiel, es gibt dieses Marvel Monroe's Hop and Wop, heißt es glaube ich, wo ihr quasi ein Schachbrett entlang springen müsst, allerdings darauf achten müsst, dass ihr nicht bestimmte Felder berührt, weil die unter Strom gesetzt sind. Wie in der ganz ersten Simpsons-Folge, da sind die ja auch an diesen elektropsychologischen Behandlungsstühlen festgefangen, deswegen nehme ich mal an Elektrik und so, aber nur eine Theorie. Das Problem ist natürlich so, alle paar Sekunden wechseln diese Felder und wandeln sich ins Umgekehrte um. Und dann müsst ihr halt rumspringen, da sind dann auch noch Gegner und dann müsst ihr den Ball auf die andere Seite bringen und so weiter. Müsst ihr natürlich ein paar Mal machen und es ist einfach nervig und frustrierend, weil auch da so ein bisschen der Aufschnitt des Gameboys natürlich nicht der größte ist und ihr eine sehr, sehr eingeschränkte Sicht habt. Und nee, also die anderen Spiele sind auch irgendwie blöd. Also ihr habt da so auch so ein Spiel, wo ihr dann eine Rampe mit eurem Skateboard logischerweise, ihr spielt ja Bart, runterfahrt und dann halt springen müsst, um da irgendwie einen anderen American Gladiator irgendwie runter zu pogonen, ne? Es ist alles nicht schön umgesetzt worden und das steht für mich so ein bisschen als das Symbol der Minispielsammlung für Lizenzversoftung. Auch wenn es hier relativ charmant umgesetzt ist, aber die spielerische Qualität, die leidet dann noch darunter immer. Und da könnte ich noch andere Beispiele geben, aber das sind wirklich so die fünf Spiele, die mir in meiner Kindheit so am meisten im Kopf geblieben sind als: Was sind das für Spiele? Obwohl man ja gar nicht so unbedingt diesen Bezug hatte, was ist ein gutes Spiel und was ist kein gutes Spiel. Ich habe ja gespielt, was da war, aber das habe ich auch damals gemerkt. Was waren denn eure schlimmsten Spiele aus eurer Kindheit? Würde mich echt interessieren. Haut mal in die Kommentare rein und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.